Boah! Alter! And the boss is me! Kacke! Ist hier vielleicht ein Tunnelpunkt? Nee, Quatsch. Ich weiß, dass so ein Elektro einer ist. Ich weiß, dass am Spawngebiet einer war. Weil ich habe einen gesehen, nur ich wusste nicht, was da sein sollte. I am here. Okay, I am here wird schon mal angezeigt. Mean. Military Wood. Wo finde ich denn so einen Bunker? Die sind nicht auf der Map eingezeichnet. Fährt man nach Stardy, das ist ein Trader City, da wird bestimmt einer sein. Ich finde jetzt hier... Hey, da ist wirklich einer. Was ist das für ein Geräusch? Ja, das ist der Sandsturm. Nein, das Rumsen! Oh mein Gott. Das hört sich voll geil an. Das hört sich echt übertrieben heftig an. Ich mach mal Sound lauter, damit ihr das hört. Cannot fire. Ich darf noch nicht beschossen werden. Ich würde gern gegen die vier Leute kämpfen. Hier habe ich ein ATV. Ja, ich habe den ATV-Schlüssel. Ich muss versuchen, hier irgendwie wegzukommen. Ich muss irgendwie versuchen, hier ist zu viel los. Wir machen mal Licht an. Wir müssen ja auf die Verkehrsordnung hier aufpassen. Auch wenn es taktisch nicht gut ist. Machen wir natürlich Licht aus. Wir werden versuchen, die Traders rumzufahren. Gartenkralle Gold. Okay, die haben sich gegenseitig getötet. Anscheinend war Gartenkralle der einzige Überlebende. Den haben wir getötet. Und jetzt suchen die alle nach Loot. Hast du das gehört? Wo ist ein Atomschutzbunker? Also ich bin in einem drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Safe Zone einer sein muss. Sonst macht ja so eine Safe Zone wenig Sinn. Sonst macht eine Safe Zone echt wenig Sinn. Ich hab übrigens eine MK-Mod. Okay, du hast eine MK-Mod, sehr schön. Ich bin jetzt in der Safe Zone, ich suche hier einen Bunker, aber... Doch, hier ist ein Bunker. Lock ATV. Okay, er ist gelockt. Hallöchen! Hallöchen, Soap. Kann man die Tür zumachen? Closed door? Ja, ja, komm. Ja, man kann die Tür zumachen. Was steht denn? Hier ist ein Plakat in der Wand. Willkommen bei den Überlebenden. Aber wieso haben wir hier Zombies mitgebracht? Sollen wir die schnell rauslocken? Get the fates from your civil defense protector. Also das ist eine Atombombe, obwohl die einen EMP-Sturm angekündigt haben. Wie funktioniert das mit diesem EMP-Sturm? Keine Ahnung, es wird immer lauter. Warte, oh, der erklärt mir das. Dauert halt eine Zeit, und wenn der kommt, mit, und wenn du draußen bist und nicht im Bunker bist, kriegst du 10.000 Blut abgezogen. 10.000 Blut, okay. Das ist schon heftig. Und wie lange hat man Zeit? 15 Minuten? Ja, genau. Ey, in der Regel sind es nicht 10 Minuten. Okay. Na, guck mal, meine Freunde hier mit dem blauen Hemd. Party!
Wir haben uns doch gerade an der Mission gesehen, kleiner Mann. Hey, das sind glaube ich die Nater, die haben. Die haben voll die komischen Skins hier an. Maybe, maybe not. Okay, wir sind hier definitiv nicht alleine. Seid ihr Donator? Oder wieso habt ihr so coole Skins an, die so hell leuchten? Make some noise. Hat jemand so einen Timer, wenn der Sturm kommt? In den nächsten paar Minuten knallt es. Okay. Maxi, wie weit gesagt, noch 2 Minuten. Okay, super, danke. 2 Minuten noch, Barry. Wir sind hier mit 6 Mann oder so im Bunker. Ich sitze in meinem Bunker mitten in Berlin. Ist eigentlich ganz cool gemacht, also. Ist mal ein bisschen stimmig. Ja, heißt, die Camper müssen raus. Das gefällt mir richtig so. Oh, einer hat sich die Wand rausgebackt. Ich muss mal schnell von der Tür weg. Nachher backt es mich auch noch raus. Der Sandsturm wurde angekündigt, der EMP-Sturm. Wieso sage ich immer Sandsturm? Der EMP-Sturm wird angekündigt. Das heißt also, wir müssen jetzt im Bunker bleiben, sonst gibt es 10.000 Schaden. 10.000 Blutschaden, alle die außerhalb sind. Finde ich ganz cool gemacht, denn das forst auch so ein bisschen die Basecamper rauszulocken. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sich ein- und ausloggen wird. Aber... Hi, Kalle und Udo. Ich heiße Marvin. Der echte Kalle. Ich heiße Dennis. Mama! Mama! Haben wir noch Curry King? Also ich finde, das ist richtig geil gemacht. Das Force so ein bisschen die Camper das... Oh! Alter! Yo! Oha! Was ist hier los? Holy shit! Da bekommen selbst die Zombies Angst. Hallo! Perry! Ja! Alter, ich seh nicht mehr raus! Hilfe! Ich seh nichts mehr! Hilfe! Hilfe! Ich seh nichts mehr! Ah! Schüsse! Mama, halt mich fest, ich hab Angst. Yo Leute, diesmal etwas kürzer, dafür geht es nächste Woche weiter. Hier oben, eins der letzten Video, unten letzte, haut rein, bis zur nächsten Woche. Ciao.